Mit einem arkanen Verzauberer kannst du neue Verzauberungen von gefundenen Waffen und Rüstungen erlernen. Der Gegenstand wird dabei allerdings zerstört. Diese Steinstapelungen, die auch überall zu sehen sind, was haben die zu bedeuten? Man weiß es nicht genau. Man kann nur vermuten. Oh, hallo. Who are you? Jäger. Ihr seht nicht sonderlich gut aus. Ist alles in Ordnung? Ah. Was ist jetzt los? Warum sagt jeder, dass ich schlecht aussehe? Ich sehe doch voll gut aus. Was ist denn los? Okay. In dem Licht sehe ich jetzt natürlich nicht gut aus. Aber komm. So schlecht. So krank sehe ich doch nicht aus. Okay. Halbzeit. Bei dem Knick, jetzt gucken wir mal gucken hier. Ach, jetzt geht es erstmal rechts rum, heftig. Ich versuche mal geradeaus weiterzulaufen. Um ein bisschen abzukürzen. Ja, läuft. Cool. Oder geht's aber steil runter, hey. Jetzt wird's aber sehr gebirgig. Oh, ein Pferd. Gebirgig hier. Ich glaube aber, das gehört dem Jäger. Das Pferd. Ein weißer Schimmel. Steht da einsam und verlassen rum. Ah, da vorne ist was. Ich speichere nochmal schnell. Oh, Helmers Schande entdeckt. Was hat das denn zu bedeuten? Helmers Schande. Was soll das jetzt genau sein? Eine Schande. Pferd, wem gehörst du? Kann ich dich stehlen, oder? Ja, ich müsste dich stehlen. Hallo, süßes Pferd. Wer ist dein Herr? Oh Gott. Oh! Ein Schneewolf, Hund, keine Ahnung. Bewegt sich einfach so. Ich folge ihm mal. Na gut, okay. Ich will ja nichts Böses, keine Angst. Ach, da vorne. Da ist was los. Da haben Leute zu stehen. Guten Tag, die Damen. Wächter von Ständer. Ein schöner Name. Wächter von Ständer. Okay. Lassen wir das. Guten Tag. Ihr sprecht mit einem Wächter von Ständer. Lasst euch mit den Daedra ein und wir werden euch erbarmungslos jagen. Daedra? Wer ist Ständer? Er ist der Gott der Gnade, Tamriel Schutzherr der Ordnung und der Gerechtigkeit. Wir bringen seine Barmherzigkeit an Orte, die keine Barmherzigkeit kennen, indem wir all jene läutern, die seine Kinder verletzen würden. Okay. Also sowas wie Zeugen Jehovas. Ja. Unser Orden wurde nach der Oblivion-Krise gegründet. Wir widmen unser Leben dem Kampf gegen die daedrische Bedrohung, wo immer sie auch in Erscheinung treten mag. Unsere Ordensvertretung ist in der Halle der Wachsamkeit einquartiert und wird von Bewahrerin Cassette angeführt. Je nach Bedarf sorgen wir für Heilung und Gerechtigkeit. Na gut, hört sich alles sehr positiv an. Ihr jagt Daedra? Und alle anderen Abscheulichkeiten, die Jagd auf die Sterblichen machen. Vampire, Werwölfe, Hexen. Aber die Daedra sind am schlimmsten. Ihre kalte Verachtung unseres Lebens ist dem Gott der Gnade zuwider. Okay. Schön gepredigt. Die Wächter werden über euch wachen. Danke. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Jesus Maria, warum sagt das ihr da? Ich werde langsam depressiv hier. Die Wächter werden über euch wachen. Danke. Ich hätte mal lieber sie befragt. Was habt ihr hier zu beobachten? Ist hier irgendwas Besonderes? Oder warum steht ihr hier so einsam mitten im Unwetter? Na gut. Mensch, Lydia, erzähl halt auch mal ein bisschen was. Ich find's ein bisschen langweilig mit dir. Du langweilst mich, Lydia. Wenn du mir im Kampf nicht so viel nützen würdest, würde ich dich links liegen lassen, ey. Hört sich hart an. So, jetzt lass mal kurz schauen, was hier abgeht. Was geht eigentlich ab? Ich muss um einen Kackberg hier rum. Ich dachte, ich kann ein bisschen über den Berg, aber es sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Nee, da kämpfe ich mich jetzt nicht hoch. Nicht bei dem Wetter auch. Wie viel Uhr haben wir denn? Oh Gott, es ist schon spät. Ich hätte mich nochmal schlafen legen sollen. Jetzt muss ich mich hier durchkämpfen bis Eva Stadt. In diesem ekelhaften Wetter. Oh, hier rennt überall Viech rum. Viechzeugs rum.
Oh Gott. Es ist echt unschön hier mit dem Wetter jetzt auch. Ich find's nicht gut. Und dunkel, man sieht kaum was. Man sieht wenig bis gar nichts. Jetzt wird's ja... Oh, was ist denn hier los? Da hört das Wetter plötzlich auf. Okay. Soll mir recht sein. Es soll mir recht sein. Aber... Oh, guten Tag. Ah, super, danke. Super geholfen, Lydia. Da steht sie da. Mensch. Aber die haben eh nur Wolfspelz. Nützt nichts. Ah, oh, cool. Jetzt haben wir wenigstens mal schönen Himmel. Okay. Oh, eine Hütte. Eine kleine Waldhütte. Alchemistenhütte entdeckt. Hm. Oha. Hier baut aber jemand ordentlich an. Ist das legal? Tollkirsche. Mitnehmen. Ah, schau. Ein Alchemielabor. Oh Gott, oh so Gott, ich dachte aus, es sah aus wie Brustkörbe. Hey. Blutige Brustkörbe. Findet man ja auch mal ab und zu in. Oh. In der Gegend hier. Ah, ein Buch. Ich sehe schon aus der Ferne ein Buch. Schmetterling im Glas nehmen. Oh, könnte ich einfach nehmen? Ist das erlaubt? Es scheint fast so. Ich darf hier sogar schlafen. Cool. Tagebuch des Alchemisten. Nehme ich mit? Cooler Scheiß. Da darf ich mich ganz einfach bedienen. Nicht schlecht. Trankmischbeutel. Puh. Oh. Tundra-Bombole. Ah. Cool. Kann ich mir den Tränke mixen jetzt? Ich habe immer noch keine Ahnung, wie das funktioniert hier. So eine Scheiße. Zutaten. Irgendwie war doch was mit einem Pilz. Die Heiltränke, ja, ja. Ach, ist auch völlig unnötig. Solange ich meinen Zauber habe, der Heilung, komme ich ja soweit gut klar. Tränke ist zwar immer schöner, weil ich da das Spiel auch unterbrechen kann während des Kampfes. Es ist ein bisschen angenehmer. Ach cool, jetzt lege ich mich aber hier schlafen. Lydia, du kannst dich gerne dazulegen oder du kannst hier auf dem Boden schlafen, ist mir egal. Ich schlafe im Bett. Jetzt bis morgens durch. Komm schon. Das muss laufen. Denn des Nachts ist es gefährlich draußen. Und da kann allerhand passieren. Das ist dann eher ungut. Wir ziehen es morgens weiter. Wir haben ja genug Zeit. Wir haben absolut keinen Zeitdruck. Oh, sehr schön. Sehr schön. Oh, oh, es ist schön. Frühstück? So ein schöner Knoblauch, so ein Knoblauchzopf hier. Pilze da, oh. Pilze. Was? Du gibst immer nur Laute von dir, warum? Bin immer noch da. Ja, wem sagst du das? Du bist immer noch da. Ich gehe voran. Oh Gott, es ist aber schon wieder arg hell hier. Es ist schon wieder sehr hell. So. Ach, herrlich. Unsere neue Rüstung. Wir haben es echt nur in diesem Licht. Wahnsinn, wie sie glänzt. Diese Rüstung und das Schwert. Ach, edel. Edel, edel. Voll gut. Mal kurz von vorne. Lydia, geh mal aus dem Bild jetzt hier und hör auf, hier rumzustöhnen. Wie so ein williges Weib, hey. Unglaublich. So. Jetzt straight to the north. Der Nord muss wieder mal nach Norden laufen. Oh! Boah! Alter! Boah! Bin ich jetzt hart erschrocken. Alter, das war ja aber Slender-like. Leck mich im Arsch. Komm, eine fette Elch hier voll entgegen. Mein ganzer Bildschirm war gefüllt mit einem Elchskopf, ey. Scheiße. Ich sollte das Tier töten, ey. Wahnsinn. Warum bin ich so schreckhaft auch, ey? So, Norden. Der Nordan ruft. Wo ist es denn? Ich laufe mal komplett durch die Pampa hier. Oder auf dem Weg. Oh, da vorne ist was. Sind das böse Tiere? Oh ja. Es sind böse Tiere. Direkt auf mich zukommen. Die jagen hier den kleinen
kleinen Hirsch hier. Wölfe, lasst mich in Ruhe. Dann geht's euch gut. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr hier... Ah, super. Selber schuld. Selber schuld! Biest. Und Lydia kümmert sich wieder keinen Jota um uns. Fuck, wie ich verkacke hier. Wo ist sie denn? Komm her. Biest. Oh, da hinten. Oh, Lydia mit der Spinne. Deshalb kommt sie nicht her. Frostbiss, Spinne. Bastard, komm her. Igitt, wo kommt denn die Spinne her? Zur Hölle. Mitten im Wald, hey. Lydia, wie geht's dir? Ich sehe ihre Energie leider nicht. Ja, übel. Übel kann übel. So. Und ihr? Oh, die haben Gold bei sich. Juhu. Juhu, juhu. Gold, juhu. Wahnsinn. Durch die Steppe hier. Oh Gott, man merkt schon. Wenn Gras hier hat zu stehen, die Frames müssen gehen. Denn, meine Framezahl sinkt in diesem Wald doch schon erheblich, wie ich merke. Wegen des Grases. Ist leider ein ordentlicher Framefresser. Oh fuck, ein Bär. Nein, kein Bär. Alles nur kein Bär. Schnell mal speichern. Bitte kein Bär. Ich muss schnell nach Ivarstadt. Schnell da hoch. Bitte kommt mir jetzt hier kein Bär entgegen. Doch, da ist er. Oh, tatsächlich. Da ist er. Ich war früher mal so gut gegen Bären. Warum ich diesen Bären jetzt hier... Aber es ist ja Lydia da. Komm, ich versuch's einfach mal. Ich kann auch hier mal schnell mit dem Bogen bearbeiten hier. Den guten Bären. Oh, toll. Oh, shit. Alles klar. Er kommt. Oh, fuck, okay. Huh. Buggy. Zum Glück Buggy. Oh, Lydia kennt da nix. Lydia kennt da nix. Komm schon. Sehr gut. Sie lenkt ihn ab. Komm schon. Hau zu. Ich hau zu. Lydia. Gib alles. Gib ein gutes Schild. Ist ja der Wahnsinn. Ich versuch's mal mit Feuer. Vielleicht bringt das was. Oder schrei mal. Genau, schrei. Schrei. Er schreit nicht. Brenn, Bär, brenn. Dein Bärenfell ist für den Arsch. Oh, und das Feuer auch. Na gut. Lydia, du machst dich richtig gut. Oh, komm schon. Geht down. Solange uns nicht angreift, ist alles in Butter. Komm schon. Zwei Hände verbessert. Jawohl. Oh, shit. Oh, nein. Jetzt hat er mich. Wuh, schnell weg hier. Fuck, fuck, fuck. Wuh, wuh. Nein. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Heil dich, heil dich, heil dich. Okay. Lydia, Lydia, Lydia. Mach dich locker. Da steckt er fest, glaube ich. Ich glaube, er steckt echt fest. Dann, mir egal. Jetzt musst du dran glauben, hey. Bär. Aber genau zwischen die Augen kommen. Stirb halt. Stirb einfach, Bär. Pfeile will ich wieder haben, ja? Ja, er steckt hier fest. Unser Glück. Unser Glück. So, jetzt hole ich ihn mir. Komm her. Oh, komm schon. Ja, Wahnsinn. Oh Gott. Jesus Maria. Also echt krass. Oh, Höhlenbärenpilz. Makelloser Granatstein. Wenigstens ein bisschen Geld. Boah, Wahnsinn, was die Bären aushalten, ey. Das ist ja nichts gegen den Bären, den wir in Unterhellgehen gefunden haben. Lydia, du kommst, ja? Oh Gott, Lydia, das sieht aus. Wie nach einer fetten Schlacht. Oh, Wahnsinn, zieht's euch rein. Oh, scheiße. Dir geht's gut, ja? Ist alles in Butter. In buttrigster Butter, naja. Naja gut, wenn du nichts sagst, dann eben scheint fast alles gut zu sein. Jetzt haben wir uns aber den Weg nach Ivarstadt verdient, hey. Wahnsinn. Diese Bären. Oh, was ist denn hier? Dieses Reh. Okay, Ivarstadt ist ein kleines Dörfchen anscheinend. Hm.
Vorne ist der Elch im Wasser. Okay, ein bisschen karg sieht's hier aus. Aber es sind zumindest mal keine Drachen da. Hallo. Oh Gott, ich sehe schon kommen. Es kommen neue Quests auf uns zu. Unsere Liste wird wieder viel, viel länger. Guten Tag, lila Mensch. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen sind. Okay, ich habe ein paar Diebesbanden jetzt schon besucht. Ihr könntet mir mal helfen, hey. Wenn ihr in der Hinsicht so viel Erfahrung habt. Was ist los? Drachen? Ja, Drachen? Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Ja, muss echt aufpassen. So, jetzt ist die Frage, wohin genau? Was sagt denn unser Kompass? Unser Kompass sagt, da entlang. Aber ich schaue doch erstmal jetzt hier mich ein bisschen um. Ich log mal in die Häuser rein, wenn es sofern ich dann rein darf. Sofern es mir vergönnt ist, nein. Klimaks Haus. Wer ist denn Klimak? Was haben wir denn hier? Feuerschleierhügel entdeckt. Ist das eine dieser alten Ruinen? Lydia, du redest ja, ich habe keine Ahnung. Sieht fast danach aus. Mach ein bisschen Licht hier ran. Oh Gott, Hilfe. Eine Grabstätte. Wie nennt man das nochmal? Diese begehbaren Gräber. Ein Balsamierungswerkzeug hier. Katakomben, nein. Ach, guck hier, Feuerschleierhügel. Da könnte ich jetzt rein, aber ich habe keine Ahnung, warum ich das tun sollte. Solange mich keine Quest hierher führt, lasse ich das, glaube ich, mal. Und schauen wir das Ding mal von außen an. Schau her. Ah, sieht aus wie ein riesiger Bienenstock. Ein unter der Erde befindlicher Bienenstock. So, schön. Dann haben wir das durch. Schauen wir uns mal das Haus gegenüber an. Boah, diese entfernte Kamera ist echt, finde ich, nicht schön. Ist zwar schön für die Übersicht, aber... Nee, ich bin eher der... Der Buddy-Typ. Gasthaus Wilmeer. Wilmeer. Cool. Nur noch kurz was ausprobieren hier. Ob das hier auch noch geht. Cool, ja, ja. Okay, ist ja gut. Ganz ruhig bleiben, ja? Ich habe nur was getestet. Der Pfeil blieb vor allem auch nicht im Holz stecken. Gasthaus Wilmeer. Wilmeier. Ach, guck mal. Sieht ja genauso aus wie beim guten... Ich weiß gar nicht, wie er hieß. Sieht ja echt genauso aus. Finde ich jetzt ein bisschen blöd. Was ist mit dem Topf hier? Kessel. Kessel kommt ins Feuer. Guck mal, die haut ab. Bleib da. Shit. Guten Tag, die Herren. Oh. Bassianus Axius. Ein cooler Name. Lass die Finger davon. Ja, ja, ist ja gut. Sobald ich mich hier ducke, denken die, dass ich stehlen will. Ihr seht nicht wie ein Pilger aus. Warum besucht ihr Ivarstadt? Ich glaube, ich habe ihn wiedergesehen. Diesen Geist. Es war drüben. Was für eine langweilige Unterhaltung. Das ist eine Kreatur des Bösen, Linley. Ihr solltet euch doch von diesem Ort fernhalten. Es tut mir leid. Ich war neugierig. Ich habe den Geschichten keinen Glauben geschenkt. Ich gehe da nie mehr hin. Das solltet ihr auch nicht. Ich habe versprochen, euch zu beschützen. Und ich werde mein Wort nicht brechen. Oh, was habt ihr denn für eine Beziehung, hey? Die hat irgendwas von einem Geist geredet. Ich muss an mich anquatschen. Hier, Linley. Entschuldigt, mein Herr. Möchtet ihr, dass ich euch etwas auf meiner Laute vorspiele? Nee. Wenn euch der Sinn nach etwas Musik steht, dann lasst es mich wissen. Ich möchte, dass du mir etwas auf meiner Laute vorspielst. Was gibt es? Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Achso, die verkauft hier? Nein, ich will nichts, danke. Nein. Eine angenehme Reise, mein Herr. Wenn ich sie von hier wegschaffen könnte, würde ich es sofort tun. Aber Klimak muss noch so viel lernen. Klimak kommt schon zurecht. Ihr solltet eurem Herzen folgen. Vielleicht eines Tages, aber nicht heute. So, ich bin ja ein bisschen verquer mit den Konversationen gerade. Ja. Was spielt ihr? Ich spiele die Laute. Wenn ihr ein Lied hören wollt, würde euch das nur 5 Goldstücke kosten. Ja, nein. Nur 5 Goldstücke. Ich würde das
doppelt und mehr bezahlen, um euch spielen zu hören. Boah, da kann ich aber heftig schleimen. Was geht denn ab? Vielleicht ein andermal. Ich mach's mal. Komm, ich bin mal hier voller Schleimer.